Welcome to the Dog Festival. Willkommen beim Dog Festival. 欢迎光临 Dog Festival. Bienvenidos a Dog Festival. Добро дошли на Dog. Добро пожаловать на Dog Festival. Schön erstmal, dass du hier bist. Vielen Dank. Ich danke. So, dann einfach direkt in die erste Frage und zwar, was hat dich zu diesem Film inspiriert? Eigentlich ein Zeitungsartikel. Wir haben beim Frühstück, meine Frau und ich, mit der ich zusammen Filme mache, morgens ein Frühstück gehabt, lesen die Süddeutsche Zeitung und lesen unter der Rubrik Neuigkeiten aus dem Netz eine ganz kurze Info über diese Hitlist in Chicago. Und das war einfach so ein Moment, in dem man sich anguckt und sagt, es reicht. Es reicht und haben uns entschlossen, lass uns mal gucken, was ist da eigentlich. Und haben angefangen zu recherchieren und dann ist das Stück und Stück weitergelaufen, bis wir dann tatsächlich so weit waren, dass wir ein Skript schreiben konnten, Producer suchen konnten und Fördermittel einwerben konnten. Und siehst du den Staat als Feind? Also die Frage kam zwar schon vorhin, aber... Nein, definitiv nicht. Ich glaube, das ist auch eine völlig verkürzte Diskussion, die wir führen, also in diesen alten Schablonen. Es geht nicht um Feind oder nicht Feind. Es geht darum, einfach zu realisieren für uns persönlich, dass wir in diesem Übergang von der einen analogen Welt uns in eine digitale Welt bewegen, teilweise schon vollzogen haben. Und was das eigentlich mit uns macht, dass der Staat schon immer grundsätzlich aus seiner Haltung als Ordnungskraft heraus so viel wissen will über seine Bürger wie möglich, aus Kontrollzwecken natürlich, das ist ja nichts Neues. Dass sich die Möglichkeiten durch diese Technologien natürlich völlig anders darstellen, das ist natürlich richtig. Und von daher muss man wirklich sagen, dass diese Dinge in der Bundesrepublik Deutschland, soweit ich das beurteilen kann, ja tatsächlich sich in einem ziemlich definierten Rechtsrahmen bewegen, der auch immer wieder befragt werden kann, wo auch die Entscheidungen der Behörden befragt werden können. Sie können in den USA, wenn Sie auf einer No-Fly-List sind, haben Sie keine Möglichkeiten, die bekannt sind, außer Sie klagen dagegen. Es gibt keine Möglichkeiten, vor einer Behörde das Recht einzufordern, von dieser Liste runterzukommen. Okay, und wie waren die Deutschen? Waren die sehr gewillt, dass man da auch reinschauen darf? Also da durfte das Team tief, also einsteigen auch in die Materie oder war da eher... Also wir haben uns ja hierbei tatsächlich, weil der Hauptansatzpunkt waren ja diese Art von Technologien der vorhersagenden Verbrechensbekämpfung. Und weil es in München das erste Projekt dieser Art gab, was aus dem Pilotstadium jetzt tatsächlich auch in Alltag übergegangen ist, war es naheliegend, dass wir nach München gehen. Und man muss sagen, dass die Polizei hier in München sich außerordentlich großzügig, auskunftsfreudig und überhaupt nicht bedeckt gezeigt hat, weil sie erstens davon überzeugt sind, dass das eine gute Technologie ist und sie b davon überzeugt sind, dass es keinen Sinn hat, wenn man solche Technologien einführt, dass man die nicht diskutiert. Okay. Ja. Und jetzt, wie gehst du damit sozialen Medien selber um? Also vor allem jetzt nach dem Film. Gibt es da jetzt auch Änderungen in der Verhaltensweise? Ja, wir haben diese Frage selber gestellt an verschiedene Leute. Ganz offen gestanden, ich habe privat keinen Facebook-Account, weil ich der Meinung bin, das frisst meine Zeit und mich viele Dinge nicht interessieren, die ich da erfahre. Wenn ich gewerblich unterwegs bin, um zu promoten, zum Beispiel diesen Film, oder wie der englische Kollege in London zu promoten, eine politische Diskussion oder Demonstration, was auch immer, sind Social Media absolut taugliche Mittel. Ich bin auch auf Twitter, weil mich viele Dinge interessieren, an die ich sonst nicht komme. Die Frage ist, was hinterlassen wir an Spuren? Und weil es immer so ist, wir können tun und lassen, was wir wollen, wir hinterlassen diese Spuren, ist es eigentlich nur die Frage aufzupassen, was bin ich bereit, wem gegenüber zu veröffentlichen? Aber wenn ich durchgucke, was Facebook über mich weiß, das ist ein Katalog von, also als Facebook-User, das ist ein Katalog von annähernd 120 verschiedenen Punkten. Ja. Ja, das weiß das Unternehmen über mich. Okay, und das kommt auch darauf an, wie viel man davon preisgeben möchte. Einfach dann auch ja, selber. Aber was soll das heißen? Ich gebe jetzt also wenn ich auf bestimmte Seiten gehe oder so, und dann wird gefragt, ja, zur Anmelde, Geburtsdatum, ich kann ein Fake-Datum, ich kann eine Fake-Adresse eingeben, alles gut und schön. Es ändert nichts. Das ist meine Meinung. Von daher, ich neige eher dazu, riding the tiger. Also wenn ich weiß, wo die Gefahr ist oder wenn ich weiß, mit was es wirklich strukturell auch verbunden ist und auch als politischem System, mit was es verbunden ist, so, da muss ich einfach nur wachsam sein auf der einen Seite und b, nicht überrascht sein, verstehst du, als Normalbürger hast du ja kein Problem. Das Problem ist, wenn du unter Verdacht gerätst, weil dann kommen all diese Erkenntnisse und all diese Daten erst richtig zum Tragen.
Und gibt es in Deutschland auch so eine Liste? Weil ich glaube, das war jetzt im Film, ja, wurde es gar nicht erwähnt. Nein, oder wurde nein, es gibt sogenannte Störer-Datenbanken, ja, wo sowas zum Beispiel drin ist. Oder es ist, was heißt das, unsoziales Verhalten, asoziales Verhalten. Mhm. Sowas gibt es mit Sicherheit. Es gibt mit Sicherheit auch, ja, auch Listen über politisch besonders aktive Leute, die jetzt in welcher Form auch immer jetzt in diesem G-Dingsda-Gipfel, mhm, in Hamburg, das geht hoch und runter, die Diskussion. Natürlich wird es, die Polizei hat Informationen über die Leute, die öffentlich tätig werden oder auch, mhm, nicht öffentlich tätig werden. Sei es, sie gehen auf Demonstrationen, sei es, du bist auf der Diskussionsrunde, was auch immer. Ja. Ja, es wird das zur Kenntnis genommen. Und wenn Amazon heute weiß, welche Bücher ich kaufe und der Staat morgen anfragt, welche Bücher kauft er denn? Ja, wer will kontrollieren, ob das nicht geschieht oder, mhm, nicht? Ja, und ja, in China ist es eben wirklich so, das ist absolut irre, die haben zu diesem Citizen Score, haben die ein Spiel entwickelt. Ja? Mhm. Ein Spiel, was du auf dem Smartphone spielst, wo du vergleichen kannst in deinem Freundeskreis, welchen Score du hast. Mhm. Das heißt, wenn mein Score runtergeht, weil ich ein kritisches Buch kaufe, dann neige ich eher dazu, ich kaufe das besser nicht, sondern ich kaufe eher eins, was meinen Score nach oben bringt. Mhm. Und das ist schon, das ist wirklich beängstigend. Und weil du jetzt gerade von den Chinesen redest, habt ihr auch irgendwie versucht, an die Chinesen ranzukommen? Also auch mal dort irgendwie was also, filmen, irgendwie an Daten zu kommen? Also wenn wir das Budget gehabt hätten, wir hatten das ursprünglich vor, aber das ist in der Form des Films, wie er jetzt darstellt, das wäre einfach nicht sinnvoll gewesen. Ja? Also du bist ja in einer komplett anderen Kultur, in einem komplett anderen Verständnis auch, mhm, von Bürger und Staat. Und wie willst du da ernsthaft jetzt etwas sagen, außer das, was uns Yvonne Hofstetter in ihrem Teil dazu gesagt hat. Weil das Entscheidende ist, diese Technologie ist universell. So. Und das können wir an verschiedenen Punkten nachweisen. Dazu müssen wir nicht extra nach China fahren. Okay, also das heißt, weil die Yvonne gesagt hat, dass auf verschiedenen Grundsätzen aufgebaut wird. Also die USA anders als die Deutschen und die auf verschiedene, wiederum anders. Ja, dann auf verschiedene Rechtsverständnissen, genau, Verfassungsverständnissen. Ja. Und das ist China wiederum ein ganz anderes Feld. Und da mag man dann mit so einem eher kurzen Ausflug dann dahin, nur um das jetzt zu belegen, erschien uns nicht sinnvoll. Ja. Und wenn ihr schon in diesem Thema drin seid, wollt ihr dann auch eine Fortsetzung drehen oder gibt es da schon irgendwelche Pläne in der Richtung? Mit Ideen ist das, die behält man so lange besser für sich, bis man weiß, dass sie realistische Aussichten haben, von jemandem auch produziert zu werden. Wir arbeiten am Projekt, aber an einem anderen Big Data Projekt und Transition Projekt, aber was nichts mit Kriminalität, ja, zu tun hat. Okay. Und jetzt noch so eine abschließende Frage, die wir eigentlich jedem stellen. Ja. Was ist Dokumentarfilm in einem Satz für dich? Es gab mal eine Definition, Dokumentarfilm ist die Manipulation von unstaged Situationen. Das ist der alte Weismann-Wahrheit, ja, oder Dogma oder wie immer man das nennt. Und das hat sicherlich seine Gültigkeit gehabt. Für mich ist das heute komplett anders. Vor dem Hintergrund, dass wir einfach Fake News haben, dass wir so viel Social Media und, mhm, jeder kann alles Mögliche in die Welt setzen, jeder kann Filme drehen. Also von daher, für mich gibt es eigentlich in dieser ganzen Diskussion in dem Dokumentarfilm drei Grundsätze. Ist es authentisch? Ist es honest, also ehrenhaft von deinem Zugang zu dem Material her? Und ist es handwerklich gut gebaut? Das heißt, ist es vom Storytelling her gut, ja, gebaut? Und das sind so die drei Kriterien, an denen wir uns in unserer Arbeit orientieren. Super. Dann vielen Dank. Danke, dass du da warst. Danke euch. Danke für die Zeit und wünsche euch viel Spaß. Vielen Dank. Okay, Dankeschön. Danke. Dann. Viel Spaß noch. Bis dann. Ciao.